Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Hallo und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Wie ihr seht, seht ihr, dass unser Cheftrainer fehlt, krankheitsbedingt. Daher, Ovid, schon mal vielen Dank, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Und ich begrüße ganz herzlich Niklas Kreuzer an meiner Seite. Und wir wollen auch mit Niklas gerne anfangen. Im Sommer, Niklas, 2014 bist du aus Erfurt zu uns gekommen mit 128 Pflichtspielen und 207 Spielen insgesamt. Bist du der Rekordspieler im aktuellen Zweitligakader. 4,5 Jahre trägst du jetzt das Trikot. Heute darf ich zu Beginn der Pressekonferenz mitteilen, dass du deinen Vertrag bis 2022 verlängert hast, um 3 Jahre. Darüber freuen wir uns sehr. Vielleicht bist du so lieb, Niklas, und Ingrid, die Dynamo-Omi, freut sich auch und erklärst uns kurz, was die Beweggründe waren, deinen Vertrag um 3 Jahre zu verlängern. Ja, der Hauptgrund auf jeden Fall mal die Omi. Ich glaube, wir haben noch ein Date offen, wir zwei. Das müssen wir jetzt natürlich nachholen. Ich glaube, dass ich hier 4,5 sehr lehrreiche, wunderschöne Jahre hatte. Ich glaube, ich habe hier Sachen erlebt, die ich nicht missen möchte. Verbunden mit dem Aufstieg, das Pokalspiel gegen Leipzig, was mir sehr spontan einfällt. Dass ich an meiner Person extrem gereift bin, als Fußballer extrem gereift bin. Und ich glaube, dass ich sowie der Verein noch einige Ziele haben in Zukunft. Ich möchte natürlich meinen Teil dazu beitragen und deswegen ja, kann ich voller Stolz sagen, dass ich meinen Vertrag um 3 Jahre verlängert habe. Ovid, stellvertretend für den Trainerstab, vielleicht bist du so lieb und sagst was dazu, wenn ein Spieler wie Niklas, der schon so lange im Verein ist, seinen Vertrag verlängert, damit auch die Identifikation dokumentiert, was das für den Trainerstab bedeutet. Ja, ich freue mich erstmal sehr für dich, Niklas. Und ich freue mich natürlich auch für den Verein, dass wir mit Niklas eine Identifikationsfigur hier bei uns behalten konnten. Und ich hoffe natürlich, dass wir dich schnellstmöglich zu alter Stärke wieder führen können nach deiner Verletzung. Aber das kriegen wir hin. Ovid, bleib mal bei dir und komm zum HSV-Spiel. Nochmal herzlichen Dank, dass du kurzfristig für Mike einspringst, deine erste Pressekonferenz hältst. Aber das gehört dazu, wenn man Fußballlehrer werden will. Und dabei bist du ja im Moment. Sag uns was, wie geht's Mike? Wie ist der Gesundheitszustand und wie ist der Ablauf jetzt bis zum HSV-Spiel geplant? Ja, Mike geht's aktuell nicht gut. Er hat eine starke Bronchitis. Aber wir arbeiten jetzt schon 10 Jahre zusammen und deshalb bin ich mir sicher, dass er am Montag wieder dabei sein wird, weil er in dieser Zeit nicht ein Spiel verpasst hat. Wir schauen jetzt von Tag zu Tag, wie es ihm da geht. Wir sind aber ständig im Austausch und ich gehe davon aus, dass er Montag auf jeden Fall dabei sein wird. Der Ablauf sieht wie folgt aus. Wir haben gleich noch im Anschluss die Videoanalyse zum HSV mit der Mannschaft. Dann werden wir trainieren. Morgen früh treffen wir uns ganz normal zum Training und fahren dann um 12.30 Uhr mit dem Zug gemeinsam nach Hamburg. Auf welche Spieler müsst ihr aktuell verzichten? Die Liste unter der Woche war relativ lang. Hat sich daran was verändert? Ja, da muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken. Habe ich gerade noch abgesprochen. Also, der Hati, der ist leider sehr fraglich. Da müssen wir schauen, wie es bei ihm ausschauen wird, ob wir ihn bis Montag wieder fit bekommen. Osman Atilgan, der wird heute ausfallen noch, hat im Spiel gegen Jena eine Jochbeinprellung erlitten, fällt heute definitiv auf und wir schauen, dass er morgen einsteigen kann. Rico Benatelli, gestern bzw. vorgestern umgeknickt. Wir schauen mal, wie es bei ihm geht. Linke Sprunggelenk macht heute ein individuelles Programm. Moussa Kone wird mit der Mannschaft trainieren, hat aber leider Leistenbeschwerden, die er schon etwas länger hat. Und da müssen wir mal schauen, wie es geht. Wird aber nur Teile des Trainings mitmachen. Und bei Barış Artık ist es halt auch so, dass er im linken Knie etwas Probleme mit dem Außenband hat. Und da schauen wir mal im Training, wie es geht und das testen wir. Ovi, danke dir für den Moment. Niklas, zurück zu dir. Die Mannschaft befindet sich sportlich in keiner einfachen Situation. Wie wollt ihr die Aufgabe jetzt in Hamburg angehen? Es gibt sicher einfachere Auswärtsspiele.
Ja, ich glaube, jetzt in der Zeit, wo ich hier bin, hatten wir schon einige Phasen, wo es mal nicht so rund lief, wo wir hier saßen und uns gedacht haben, ja, wie kommen wir aus der brenzligen Situation wieder raus? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auf jeden Fall nicht den Glauben an uns selber verlieren, dass wir nach Hamburg fahren und trotz der letzten Spiele mutig auftreten, dass wir einen klaren Plan verfolgen, dass wir daran glauben, was wir drauf haben, was wir schon oft bewiesen haben dieses Jahr. Und ja, dann bin ich guter Dinge, dass wir da in Hamburg auch bestehen können. Ich glaube, wir haben es gezeigt, dass wir gegen große Gegner immer bereit waren, immer unsere Leistung abgerufen haben. Und ja, ich bin guter Dinge, dass es auch am Montag der Fall sein wird. So, danke auch dir für den Moment. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Kurzer Hinweis, Ovid steht im Anschluss nicht für einen abgesetzten O-Ton zur Verfügung, weil er die Trainingseinheit vorbereiten muss und sich schwer zerteilen kann. Niklas bleibt hier und Ralf ist auch im Raum. Der stellt sich euch dann für einen abgesetzten O-Ton zur Verfügung. Danke für euer Verständnis. Wir müssen ein bisschen improvisieren, krankheitsbedingt. Jochen Leimer, Dresdner Neueste Nachrichten mit der ersten Frage. Das Mikrofon wird gereicht. Ovid, Markus Schubert war auch krank. Florian Ballas hatte Rückenprobleme. Was ist mit den beiden? Die hast du nicht aufgelistet? Ich gehe davon aus, dass beide spielen können. Der Flo, der trainiert heute ganz normal, genau wie der Schubi mit der Mannschaft. Und dann gehen wir davon aus, dass sie spielen können. Nächste Frage kommt von Tom Jakob, Dresdner Morgenposten, danach dann der Kleinen Sächsische Zeitung. Ovid Haju, die erste Pressekonferenz. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch, dass das schon mal soweit ist. Wenn es am Montag dann doch nicht beim Mike passen sollte, dann wäre es ja auch quasi das erste Spiel als sozusagen als Cheftrainer an der Seitenlinie, oder? Ja, wie gerade schon erwähnt, also ich arbeite ja jetzt schon über 10 Jahre mit dem Mike zusammen und das wäre das erste Mal, dass ich dann als Cheftrainer an der Seite stehen würde. Bis dato hat er kein Spiel verpasst und ich glaube, dass er so ein schönes Spiel in Hamburg auch nicht verpassen möchte. Deswegen gehe ich davon aus, dass er bis dahin wieder fit sein wird. Ansonsten sind wir permanent im Austausch und selbst wenn der Mike nicht vor Ort ist, bin ich trotzdem der Co-Trainer und Mike ist der Cheftrainer und das Ganze wird dann natürlich über andere Kommunikationswege ablaufen, aber ob das jetzt als Cheftrainer oder als Co-Trainer ist, ich freue mich aufs Spiel am Montag und das ist mir relativ wurscht. Daniel Klein mit der nächsten Frage. Eine kurze Nachfrage. Beim Harti fehlt die Diagnose. Zumindest weiß ich nicht, was er momentan für Probleme hat. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil diese Diagnose, also er hat muskuläre Probleme. Ich sag's mal so, um es einfach zu halten. Oberschenkel. Haben wir das eingegrenzt. Muskuläre Probleme. Marco Hartmann, nicht so ein neues Thema. Jochen Leimert. Die Videoanalyse steht an. Was hast du bei den Hamburgern an Schwachstellen entdeckt? Du wirst sie jetzt nicht im Einzelnen verraten, aber hast du welche gefunden? Das ist entscheidend. Also erstmal vorweg, finden wir die gemeinsam im Team mit unserem Videoanalysten zusammen, der das Ganze gut vorbereitet in Absprache mit Mike und mir und mit Massimo. Und wir haben uns natürlich Gedanken über den Gegner gemacht, haben natürlich unseren Plan, wie wir gegen den HSV spielen möchten und wollen da natürlich aber jetzt nicht zu viel vom Preis geben. Aber ich glaube, wir haben es im Hinspiel auch recht ordentlich gemacht. Da wollen wir anknüpfen und mit einer guten Leistung in Hamburg dann, wenn alles optimal läuft und wir gut ins Spiel kommen, bin ich auch davon überzeugt, dass wir in Hamburg auch punkten können. Lukas Böhme, Kicker. Einmal nach rechts, Dankeschön. Der Möschi und als auch Kreuz haben ja jetzt unter der Woche erstmals wieder spielen können. Aufgrund der Personalsituation ist ja schon fast davon auszugehen, dass sie am Wochenende müssen. Ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt, beide eventuell wieder ins kalte Wasser zu werfen? Ja, wir haben jetzt den einen oder anderen mit Fragezeichen dabei und wir müssen mal schauen, wie es jetzt ausschaut nach dem Training heute. Morgen haben wir ja auch nochmal ein Training und dann werden wir sehen, wer alles wie fit ist, wer dabei sein kann und dann werden wir da vor Ort entscheiden, wer beim Spiel dabei ist. Da muss ich sagen, bin ich völlig überfordert. Wer hat das Mikrofon? Vielleicht dann Daniel, bitte. Die Mannschaft hat gegen Heidenheim in der ersten Halbzeit sehr tief gestanden, hat sehr spät gestört. Ist das gegen eine Mannschaft wie dem HSV, die ja vermeintlich noch stärker ist als Heidenheim, eine taktische Variante? Ich finde, dass wir gar nicht so tief gestanden haben gegen Heidenheim. Ich finde, dass wir gegen Heidenheim
ein sehr gutes Spiel gezeigt haben in beiden Halbzeiten. Wir haben leider die Torchancen nicht genutzt, so wie wir uns das erhofft und erwünscht haben. Und zur Taktik gegen den HSV habe ich ja gerade schon erwähnt, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und da zu viel verraten, beziehungsweise ist da auch Mike der richtige Ansprechpartner. Tom Jakob? Niklas, wenn du mal kurz auf die letzten Wochen zurückblickst, ich glaube, du hast gegen Dukla Prag schon 10 Minuten gespielt gehabt und bist jetzt gegen Jena wieder zum Einsatz gekommen. Waren die letzten Wochen so, wie du es dir ungefähr vom Zeitplan vorgestellt hast? Oder sagst du, jetzt sind noch irgendwie Trainingsrückstände, jetzt sind noch Reserven? Oder wärst du zumindest bereit, wieder volle Leistung zu bringen? Ja, Stand heute fühle ich mich sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass ich nach der OP Anfang der Reha mir das ein bisschen leichter vorgestellt habe, da ich schon noch extreme Probleme hatte, vor allem im Trainingslager, weil ich ja eigentlich da schon einsteigen wollte, aber ich mich da auch schon mit dem Ebi länger unterhalten hatte, der genau die gleiche Operation auch schon mal hatte und zu mir meinte, Herr Junge, sei darauf vorbereitet, dass es ein bisschen länger gehen könnte. Stand heute jetzt circa seit einer Woche fühle ich mich extrem gut, auch beschwerdefrei. Jetzt hatten wir ja das Testspiel gegen Jena, wo ich eine Halbzeit wieder mal spielen konnte und es größtenteils beschwerdefrei war. Jetzt auch vor 2 Tagen die Trainingseinheit auf dem Kunstrasen, wo ich persönlich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte, mich fit gefühlt habe und ja, jetzt momentan keinerlei Beschwerden mehr habe. Lukas Böhme, oder? Frage erledigt? Nö, passt. Gut. Nochmal eine Frage zu Burnic. Dennis Burnic hat ja jetzt auch die ersten erschwerten Trainingseinheiten mitmachen können. Was hast du für ein Gefühl? Wie ist er angekommen? Ich glaube, dass Jenne sehr gut angekommen ist in der Mannschaft. Also ich denke, das letzte Training hatten wir auf Kunstrasen und davor hatten wir noch eine Schneeballschacht, glaube ich, ne, auf dem Rasen. Wir haben ja jetzt nicht wirklich die besten Voraussetzungen gehabt in den letzten Tagen. Aber in den Einheiten, die wir trainieren konnten, jetzt auch auf dem Kunstrasen, hat man schon sehr gute Ansätze gesehen bei ihm. Und ja, da können wir uns drüber freuen, dass wir in nächster Zeit oder auch in den nächsten Spielen einen sehr guten Spieler dazu gewonnen haben. Tim Schlegel, Bild Dresden. Da würde sich meine Frage auch anschließen, wie realistisch ist es, dass er am Montag da eventuell schon zum Einsatz kommt oder ist das ähnlich, wie du vorhin gesagt hast, abhängig davon, was dann schlussendlich für Personal dann auch tatsächlich zur Verfügung steht? Ja, der Janis, wie gesagt, der hat sehr gute Ansätze gezeigt, er ist jetzt frisch dazugestoßen. Wir wollen ihn natürlich schnellstmöglich in der Mannschaft integrieren und schauen mal, wie es dann ausschaut am Montag. Da gehe ich dann heute von aus. Jochen Leimert, das Mikrofon geht zurück. Dankeschön. Wenn es noch so viele Fragezeichen gibt, habt ihr da in Hamburg 1-2 Zimmer mehr gebucht? Nehmt ihr ein paar Leute mehr mit, um dann reagieren zu können, wenn der Kader doch nicht voll werden sollte? Nee, das kann ich verneinen, das werden wir nicht tun. Die Fragezeichen sind eher die, bei Spielern wie jetzt dem Barış Artık, der jetzt Probleme mit dem Knie hat, oder Benatelli, der umgeknickt ist, wo man schauen muss, wie das ausschaut, und das große Fragezeichen hinter Hati, ob wir ihn bis Montag noch fit bekommen. Aber das Ganze wird bis morgen feststehen und dann werden wir halt auch mit dem normalen Kader dorthin fahren. Frage an Niklas. Hamburg, Volksparkstadion, wird wahrscheinlich auch ziemlich voll werden dort. Das sind so Highlights in deiner Karriere, oder? Freust du dich drauf? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben uns über den Abstieg der beiden Traditionsvereine letztes Jahr schon ein bisschen gefreut, gerade auf die Spiele in den größten deutschen Stadien. Die letzte Auswärtsfahrt war ja nicht so erfreulich, deswegen glaube ich, freuen wir uns umso mehr auf das Spiel in Hamburg. Ich glaube, ein Abendspiel, Flutlicht, dann noch in Hamburg, wünscht sich jeder, träumt jeder von. Ich glaube, wir sind alle heiß drauf. Haben durch die letzten Wochen einiges gut zu machen und ich glaube, da ist alles angerichtet für Montagabend. Werden deinem Team auch schon mal Wetten abgeschlossen, wie man vielleicht dann doch den Favoriten ins Straucheln bringen könnte? Oder wie wird das in der Kabine besprochen, das Thema dieser Gegner? Ist das anders als sonst? Ist das anders, als wenn man ein Spiel in Heidenheim vor der Brust hat?
Ah, nee, ich glaube nicht. Also schon ein bisschen was Spezielleres in so einem Stadion aufzutreten, aber ich glaube, unser Ziel muss jetzt nicht sein, dass hier ein Einzelner irgendeine Wette gewinnt, sondern dass wir da als Team auftreten am Montagabend. Nicht nur die 11 Mann, die auf dem Platz stehen, sondern alle, die im Kader sind, alle, die zu Hause sind, mit dem Trainerteam und allen Leuten im Verein, dass wir da ja eine Euphorie und eine Kraft entwickeln, um den Bock endlich umzustoßen, dass wir da ja als, wenn ich das mal so sagen kann, Armee auftreten an diesem Montagabend und ja, das scheinbar mächtige Hamburg dann umstoßen. Jakob? Niklas hat es gerade gesagt, aus den letzten Wochen etwas gut zu machen. Die letzten Wochen waren sportlich natürlich nicht so gut und jetzt natürlich auch noch das Spiel gegen Jena verloren. Und jetzt kommt noch diese angespannte Personalsituation dazu. Wenn man so einiges liest und hört, da wird ja zum Teil schon gesagt, was soll das bloß in Hamburg werden? Was können Sie den Leuten entgegensetzen? Also Obita Ju und Niklas gern beide. Wie kann man quasi diese Leute wieder auf seine Seite holen, ohne dass jetzt der Spott vorher, was dort passieren soll? Ich übernehme. Natürlich sind wir mit den Ergebnissen der letzten Spiele nicht zufrieden. Allerdings haben wir gegen Bielefeld in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung auf den Platz gebracht und so gespielt, wie wir uns das auch vorstellen, und haben auch gegen Heidenheim ein sehr gutes Spiel unserer Meinung nach gemacht. Hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass wir dort dann leider zum Ende die Torchancen nicht genutzt haben, die wir uns erspielt haben. Und wenn wir dort wieder ansetzen werden, dann bin ich überzeugt, dass wir in Hamburg auch eine gute Leistung auf den Platz bringen können. Dann Niklas lässt es so stehen. Tim Schlegel, Bild Dresden mit der nächsten Frage. Ja, Nick, zum einen wird sich bei euch rumgesprochen haben, dass da mit rund 8000 Dynamo-Fans zu rechnen ist, an einem Montagabend mitten im Winter. Ich glaube, das, da muss man nicht drum herumreden, ist nochmal eine spezielle Verpflichtung für euch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, vielleicht die Frage an beide, ist HSV so eine Art Bonusspiel, wo man eigentlich nicht viel zu verlieren hat, sondern nur gewinnen kann, weil eigentlich niemand was von euch erwartet? Es geht in jedem Spiel um Punkte, glaube ich. Also wir haben gesehen, dass ja, Punkte momentan uns nicht schaden können, glaube ich. Wir fahren dort auf jeden Fall hin und wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Ich glaube, dass wir da gleich einen sehr, sehr guten Plan vorgelegt bekommen und den wollen wir natürlich am Montag umsetzen. Da bin ich auch guter Dinge, dass wir in Hamburg was mitnehmen. Und ja, dass die Fans hier sich immer was Spezielles einfallen lassen, ist, glaube ich, nichts Neues. Ich habe jetzt da ein paar krasse Sachen schon erlebt, wenn ich an die Allianz Arena in München denke, was da los war, oder in Nürnberg, was neben dem Ganzen, was schon speziell ist, noch mal ein bisschen spezieller war. Ich glaube, jetzt in Hamburg wird so ähnlich sein. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, das gibt es nicht allzu oft und ja, das wollen wir natürlich ja zuerst mal mit Punkten, denke ich, zurückzahlen. Sie sagten gerade Bonusspiel, also für uns ist es ein Spiel wie jedes andere, es geht um 3 Punkte, es geht für uns darum, dass wir alles geben werden, um erfolgreich zu sein. Und natürlich ist das ein besonderes Spiel, vor so einer Bundesliga-Kulisse zu spielen. Jedoch haben wir hier auch jede Woche zu Hause eine Top-Kulisse, sind zwar ein paar weniger, aber mindestens genauso laut, wenn nicht noch lauter. Und deswegen, wir freuen uns aufs Spiel am Montag und werden dort gemeinsam eine gute Leistung auf den Platz bringen. Gibt es noch Fragen zum Spiel am Montag in Hamburg? An Ovid oder Niklas? Das ist nicht der Fall. Dann von mir die Informationen zum Spiel. Anstoß 11. Februar 2019, Montagabend 20.30 Uhr in Hamburg. Stadionöffnung, Gästeblock und Gästekassen öffnen 2 Stunden vorher um 18.30 Uhr. Der Gastgeber erwartet rund 46.000 Zuschauer im Volksparkstadion. Davon werden, wie Tim Schlegel bereits gesagt hat, rund 8.000 Dynamo-Fans die Reise mit ihrer Mannschaft nach Hamburg antreten. Schiedsrichter der Partie ist Frank Willenburg, 39 Jahre alt, aus Osnabrück, DFB-Schiedsrichter seit 2004. Die Bilanz: 7 Spiele unter ihm, 3 Siege, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen. Danke Ovid, danke Niklas, habt ihr beide toll gemacht. Allen zusammen eine gute Anreise nach Hamburg und wir sehen uns dort. Bis dahin, tschüss.